Hinter den Steinbruch einfach noch eine Mine. Na, das sieht doch gut aus. Da bin ich doch zufrieden mit. This video is for the included. Einen schönen guten Abend. Abend. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Folge Banished in unserer Banished-Welt. Der Marktplatz ist beliebt. Die Häuser voll und ich muss mich erstmal wieder erinnern, wie das überhaupt war. Viel da. Na, mal gucken, was wir hier alles machen können. Auf jeden Fall sind wir in einer sehr guten Ausgangsposition. Wir hätten vier freie Arbeiter zur Verfügung. Unsere Berufe sind gut besetzt. Und wir haben guten Income. So dass das alles ziemlich gut passt. Genau. Ich muss mich erstmal wieder an dieses Spiel gewöhnen. Das ist ja alles gar nicht so einfach. So, kommen wir hier rein. Die Leute sind glücklich und zufrieden. Dann gehen wir mal mit Janisha mit. The child is playing. Wenn meine Kleine played, sieht das aber anders aus. Die läuft nicht komatös durch die Gegend dabei. Naja. Man kann auch nie alles haben. Nie. Na, die spielt aber vielleicht toll. Ein zufriedenes Kleinkind in unserer Arbeitssiedlung am Marktplatz. So, was haben wir hier? Exit. So, wie heißt der? Francisco. Francisco sucht sich was zu essen. Na, ist ja auch schön. So, was sagt er hier schon wieder? Storage Capacity. Wir haben nichts mehr, um was unterzustellen. Unsere ganzen Lagerhäuser sind voll. Ist aber echt so krass. Naja, nicht ganz. Das hat noch ein bisschen Kapazität. Und das ist auch voll. Auch voll. Können wir hier noch eins bauen? Wo baut man denn hier ein Lagerhaus? Bauen das? Storage Barn. Genau, so war das. Ja, hier ist ja kein Platz mehr. Das könnte ich nur hier an einen weiteren Storage Barn anschließen. Vielleicht eher da. Hier auf der anderen Seite des Flusses. Aber da haben wir ja dann noch gar nicht, denn laufen die nur die ganze Zeit da die Brücke kaputt, wo da noch nichts ist. Weil hier kommen ja die Herbs und so weiter her. Ja, machen wir mal da. Select. To assign profession. Die ist nicht so happy. Bei sich hat sie auch nichts. Warum ist die denn nicht happy? Können wir das rausfinden, warum diese Person nicht so happy ist? Follow. Die eidelt so rum. Wahrscheinlich eidelt die zu viel. Na, geh zu. Ja, jetzt machen sie hier hinten schon
frei für einen weiteren Storage Barn. Also für einen weiteren. Eine weitere Scheune? Scheune. Ach ja, und ich habe gesehen, bei Banish gibt es jetzt Mods. Also vielleicht sollten wir die Sache hier nochmal neu starten mit einem Mod oder so. Könnte die Sache interessanter machen. Vielleicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht. Sehr vielleicht. Vielleicht auch gar nicht. Hashtag der Woche. Nein. Nein, mein Hashtag der Woche. Ich sollte anfangen, mit Twitter mehr zu machen. Ich habe ja noch diesen Dreckbuddler-Kanal. Den gibt es ja immer noch. Könnte ich umbenennen? Von Dreckbuddler nach Move It. Dann kann ich immer drunter schreiben, I like it to move it, oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier viele Ressourcen. Ach, ist das schön. Ja. Und jetzt haben wir schon wieder hier, alles ist voll. Die Leute können sich faul auf die Haut legen. Das Food Limit. Ja. Genau, der macht beides. Holz haben wir auch genug. Ja. Der Gatherer worked. Die Hunter's Cabin. Die Herbalist. Herbs Limit ist 200. Okay. Eigentlich wollten wir ja hier drüben expandieren. Was haben wir hier? Hunter Cabin Forester Lodge. Ja, müsste man eine Straße hinbauen, um da expandieren zu können. Also bauen wir mal eine Dirt Road. Hier so. Ach, das ist so ein scheiß Berg, ey. Deswegen habe ich hier noch nicht expandiert. Der will immer um diesen Berg rum. Wenn ich da jetzt einen Tunnel baue, kostet das ewig und 3 Tage. Und bringt im Endeffekt auch rein gar nichts. Mal hier mal so Dirt Road bis dahin. Jetzt wäre ein Tunnel angebracht. Von dort nach dort. Nee. Von dort nach dort? Warum denn nicht? Es wird Winter. Kann man auch nicht tunneln. Auch wenn man hier sonst wie weit anfängt. Eine Brücke kann man auch nicht drüber bauen, oder? Nee. Ganz komisch. Also man kann es wirklich nur umgehen, aber ist jetzt. Ah. Vielleicht jetzt ein Tunnel? Nee. Ist wahrscheinlich nicht tief genug. Und Terraform kann man ja immer noch nicht. Terraforming ist immer noch nicht da als Feature. Moment, ich muss mal hier mein Mikrofon bisschen woanders hinstellen. Da. So. Und hier. Okay, hier schaffen sie den ganzen Krempel ran. Letzter Holz kommt. Ja. So, und jetzt muss hier irgendwer vorbeikommen und da mit dem Hammer drauf rumhauen. So, welche Ressource wird denn weniger? Wir haben Holz, haben wir noch jede Menge eigentlich. Wie viele Farmer? Da haben wir eigentlich zu wenig. So, werden die erstmal Farmer. 2 sind auch nur Bilder. Machen wir 4 draus. Foresters haben wir 8. Blacksmith haben wir einen. Vendors haben wir eigentlich zu wenig, aber es reicht. Und was macht die Mine? Stonecutter.
Alles klar. So. Flug. Dann packen wir uns das da oben mal hin. Ach, ja, wir sind voll. Was machen die denn? Die machen Iron. Iron machen sie. 200 Iron haben sie produziert. Jetzt könnten wir Kohle machen. Jetzt muss ich wieder was tun. Bei Kohle haben wir noch gar keine. Eine zweite Mine wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Aber müssen wir dann gucken. Wir wollen ja die Landschaft jetzt hier auch nicht zu sehr zerstückeln. Hier haben wir ja schon reingebaut. Und das hier drüben wird ja auch noch gebaut. Das heißt, wir könnten da wieder... Ja... Gavros hat... Weil wir hatten ja noch rausgefunden, dass die Gatherer relativ mächtig sind. Naja, ein bisschen schneller kann es jetzt schon mal laufen. Also für den Winter ist ja gut, weil da haben wir ja mehrere Leute, die der Barn ist fertig. Mal zumachen. So. Genau. Und dann müssen wir nämlich den Tunnel hier durch den Berg, na, vielleicht nicht gerade an der Stelle, aber in so einem Tunnel wäre dann schon nicht das Verkehrteste. Gavra 8 von 8. Na, mal gucken. Wie wir das dann hinkriegen. Eigentlich kombiniere ich ja die Gavra immer mit den Haunting Cabins. Also mit den Jägern. Ist auch fertig. Na, schau mal einer, guck. So. Das heißt, wir brauchen 4 Gavra mehr. Das heißt, wir machen das jetzt mal einfach so. Haben die Leute eine Profession? Geht's ihnen gut? Early Spring im Jahr 27 des Schwebenden Wesens. So, wie ist denn unsere... Können wir das irgendwo nachgucken? Bestimmt im Rathaus. Im Rathaus. Grafs. Citizens. Stagniert. Das ist prozentual. Population. Warte mal. Über die letzten 25 Jahre. Die Population ist angestiegen. Und zwar sanft und kontinuierlich. Die Anzahl der Adults steigt und damit steigt auch die Anzahl der Kinder so leicht und die Anzahl der Studenten. Nun ja. Nomaden haben wir gerade keine. Aha. Und wir könnten handeln. So ein paar Sachen. Siehst du, so einen Hafen hier haben wir diesmal gar nicht. So einen Hafen haben wir noch gar nicht. Ich könnte jetzt natürlich hier drüben noch drauf und die Ressourcen einsammeln lassen. Ja. Geht. Die überschneiden sich hier zwar, aber sind sie nicht ganz so effektiv, aber es ist okay, glaube ich. Und das Ding ist zu 4% voll. Es gibt Iron Tools. Der Blacksmith arbeitet gut. Kohle, das steigt auch so langsam an. Ja, ist okay. Steinbruch ist jetzt nicht so viel zu tun gerade. Aber man könnte hier hinter noch eine Mine machen. Gucken wir mal, wie teuer uns das kommt.
Eine weitere Mine. Mine. Das würde sogar gehen. Hinter die... Hinter den Steinbruch einfach noch eine Mine. Ja, das sieht doch gut aus. Da bin ich doch zufrieden mit. Builders haben wir 2 von 4. Mir fehlt bloß irgendwie so freier Wohnraum, fehlt mir so ein bisschen als Graf. Nee. So. So. Ach ja. Unten. Das hier ist ja auch noch frei eigentlich für Häuser oder für Felder. Eigentlich für Häuser. Wir wollten ja bloß nicht genau um dem Problem der Überbevölkerung so ein bisschen zu begegnen, ne? Kann ich aber jetzt hier mal... Da ist ja alles voll. Dass das jetzt auch wieder die falsche Entscheidung war. Davon kannst du ja wieder ausgehen. So, jede Menge Bauprojekte. Wir wollen ja ein langsames Bevölkerungswachstum. Sicher ist sicher. Ah, da drüben können wir auch noch die Straße erweitern. Sehe ich gerade. Die Leute latschen sowieso schon da lang. Hier ist sowieso scheiße. Also mit der Mine und so. Kann man nämlich eine laufen lassen auf Kohle und eine auf Eisen. Dafür brauchen wir auch wieder ein bisschen Bevölkerung und so, aber es wird schon. Ich bin da zuversichtlich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir ja heute schon wieder viel geschafft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn das hier alles fertig wird. Bis dahin, bye bye.